Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Finanzrocker YouTube Channel. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe jetzt im letzten Interview meines Jubiläums-Podcasts Lars Wrobbel zu Gast. Er ist mittlerweile schon zum vierten Mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast gewesen und mit ihm spreche ich über die Auswirkungen des Corona-Crashs und des Coronavirus auf P2P-Kredite und was das für die Plattformen bedeutet, wie sich das Ganze entwickelt und warum es zu verschiedenen Plattformschließungen kam. Verschiedene P2P-Plattformen sind in den vergangenen Wochen und auch Monaten pleite gegangen. Nicht alles ging da mit rechten Dingen zu, auch darüber sprechen wir. Und es ist sehr interessant und am Ende geht es dann auch noch um das Thema, wie sich das Depot von Lars im Crash verhalten hat, wie er reagiert hat und welche Zukunftsaussichten er hat. Vor allen Dingen auch in Bezug auf die P2P-Kredite. Wie immer gilt, auch hier keine Anlageempfehlung oder Beratung, sondern es sind einzig und allein Meinungen. Und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview mit Lars. Auf geht's. Moin Lars, willkommen zurück im Finanzrocker Podcast und jetzt auch mal wieder bei YouTube. Wie hast du denn die letzten Wochen rund um den Corona-Crash und die Corona-Krise erlebt? Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Also bei den Plattformen, bei Peer-to-Peer ist es gerade so, dass die großen Marktplätze wie Mintos echt am Struggeln sind. Hast du ja vielleicht selber gemerkt, ne? Ja. Dass ein Anbahner nach dem anderen gefühlt ausfällt. Und auf Immobilienplattformen beispielsweise, da merkt man noch gar nichts. Auch das hast du sicherlich gemerkt, ist, der Guru macht weiter wie zuvor. Was die nur alle merken, ist halt, dass die Liquidität deutlich zurückgeht, wie fast überall. Und es gibt halt auch Plattformen wie Debitum Network, die zum Beispiel mit, das ist auch ein Marktplatz wie Mintos, ja. Aber die arbeiten mit Kreditgebern zusammen, die beispielsweise aus Bereichen kommen wie Online-Gaming etc., die überhaupt gar nicht davon betroffen sind. Also wenn man jetzt gerade von Peer-to-Peer-Krediten spricht, dann ist es halt nicht so, dass man die alle über einen Kamm scheren darf und immer nur Konsumkredite und alle werden arbeitslos. Das Thema ist mittlerweile so riesig und komplex, dass es halt viele Wege gibt und manche halt betroffen sind und manche halt gar nicht betroffen sind. Du warst bis Anfang März auch noch in Tallinn bei den P2P-Plattformen vor Ort und musstest dann Hals über Kopf das Land verlassen, oder? Ja, leider, genau. Also es war eigentlich 2 Wochen geplant. Also ich war jetzt nicht um die Plattform zu besuchen, sondern einfach nur da, um zu arbeiten. Aber dann hieß es am Sonntag, dass die Grenzen geschlossen werden. Wir wollten eigentlich bis Donnerstag da bleiben. Und dann hieß es auch noch, dass Air Baltic halt die Flugzeuge dann einen Tag später stilllegt und dann wir schnell noch den letzten Flug rausgebucht und dann mussten wir nach Deutschland und ja, jetzt steht ja auch alles still und ich warte immer noch auf meine Erstattung von dem Flug, die ich wahrscheinlich nicht bekomme. Ja, das wird wahrscheinlich seine Zeit dauern, aber jetzt war es ja in den vergangenen Monaten, du hast es ja eben auch schon angesprochen, bei den P2P-Plattformen so, dass da einige schon pleite gegangen sind. Ich glaube, Ende letzten Jahres waren es Kützal und Envestio, also 2 Pleiten von P2P-Plattformen aus der zweiten Reihe. Das trug schon nicht unbedingt zu Vertrauen in die Asset-Klasse bei, oder? Was ist denn da genau passiert? Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass sie pleite gegangen sind. Also es waren tatsächlich handfeste Scams, kann man sagen. Mhm. Also ich war bei beiden nicht investiert, deswegen weiß ich das nicht so komplett im Detail. Also bei Envestio war es so, dass die einen neuen COO eingesetzt haben, der vorher bei irgendeinem Krypto-Scam war, so wie ich das verstanden habe. Und damit war halt das Vertrauen weg. Den haben sie dann zwar in die zweite Reihe verbannt, aber es gab dann halt so einen Bankrun auf die Plattform und die hat das halt komplett kaputt gemacht. Und dann hieß es eines schönen Tages, oh, die Website ist down wegen einem Hackerangriff. Ja. Die haben allerdings nur auf Zeit gespielt und diese Website ist auch nie wieder online gegangen. Und die Leute sind halt mit, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, ich glaube 35 Millionen Euro an Anlegergeldern verschwunden. Und bei Kützal, da ist es aufgeflogen, da gab es ein Fake-Projekt, ich glaube Arlberg Petrol hieß es, was nicht existierte. Also die haben halt Gelder eingesammelt für ein Projekt, was am Ende nicht existierte. Da hat einer der Investoren halt nachgefragt und dann ist das alles aufgeflogen und auch die sind verschwunden. Und aktuell laufen, glaube ich, Polizeiermittlungen, aber ich glaube, kein einziger Anleger hat bisher seine Gelder wiederbekommen. Ja, und dann kam Corona und dann sind die Anleger in Scharen aus den diversen Plattformen geflüchtet. Ist es für dich denn nachvollziehbar oder völlig überzogen, wie die Anleger da reagiert haben? Also ich glaube, es ist schon nachvollziehbar, weil es halt auch viele Kleinanleger sind. Und ich habe mit vielen Plattformen gesprochen und halt auch deren Statistiken abgefragt. Und da kann man halt erkennen, dass die Investoren, die halt mit sehr, sehr viel Geld investiert sind, die bleiben da. Aber die Kleinanleger halt, die ihre 2.000, 3.000 Euro da liegen haben, die rennen halt alle in Scharen weg.
Das sind halt in den letzten Jahren ziemlich viele geworden. Deswegen haben halt die Plattformen Liquiditätsprobleme. Also die Auszahlquote liegt aktuell so zwischen 30 und 50%. Es gibt mal Ausreißer nach oben und nach unten. Aber damit haben die Plattformen halt aktuell zu kämpfen. Es zeigt aber auch ein bisschen, dass es halt da wahrscheinlich einen Erfahrungsunterschied gibt zwischen den Investoren und diejenigen, die halt mehr Geld zur Verfügung haben, die sitzen das halt einfach aus und die anderen, die jetzt halt alles Geld in die Aktien werfen wollen, die versuchen halt jetzt an ihre Gelder zu kommen. Und im Falle von Bondora Go & Grow sieht man jetzt auch sehr schön, dass es halt nicht so einfach tagesgeldmäßig jeden Tag verfügbar ist, sondern dass man jetzt halt auch mal ein bisschen auf sein Geld warten muss. Ja, das ist ja auch verständlich, weil Bondora hat ja das Geld nicht einfach auf dem Konto rumliegen, sondern es ist ja schon investiert. Und wenn jetzt alle da rein wollen, wovon sollen sie das bezahlen? Und da ist es verständlich, dass man das dann nur noch in Teilen, glaube ich, ausgezahlt bekommt momentan. Ja, ganz genau. Und das ist auch ein Riesenvorteil von Bondora. Jetzt im Gegensatz zu Mintos zum Beispiel. Mintos hängt extrem an diesen Kreditgebern, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Aber Bondora kann halt sein gesamtes Geschäft halt selbst steuern. Also die schränken halt einfach die Liquidität jetzt ein, um halt das Geschäftsmodell sicherstellen zu können und weiter Kredite ausgeben zu können, um halt einfach ja das, was sie versprochen haben, weiter beliefern zu können. Dafür müssen jetzt die Anleger halt mal mit diesen Teilauszahlungen auf ihr Geld warten. Das heißt also, wenn du jetzt eine Auszahlung beantragst, dann kriegst du aktuell, glaube ich, so zwischen 3 und 5% pro Tag von dem Betrag, den du angefordert hast. Das dauert also ein bisschen, bis du deine Auszahlung hast. Aber generell klappt es halt immer noch, nur halt nicht mehr in diesem täglich verfügbaren Maß, was alle sonst versprochen hatten. Meinst du denn, dass sie das über Monate so fortführen können? Oder denkst du, dass dieser Run auf die Gelder irgendwann in den nächsten Wochen vorbei sein wird? Ich glaube, das wird vorbei sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt in den nächsten Wochen sein wird oder in den nächsten Monaten. Also die großen Plattformen werden damit keine Probleme haben, das zu überstehen, glaube ich ehrlicherweise nicht. Also ich meine, du siehst da Bondora eigentlich ganz an erster Stelle. Also die haben halt schon die letzte Finanzkrise überstanden und haben eine große Kapitaldecke. Ich glaube nicht, dass da allzu viel passieren wird und die werden das auch ganz normal weitermachen. Was sie jetzt machen, ist, glaube ich, die fahren ihr Kreditvolumen einfach zurück, um halt einfach ein bisschen mehr die Kontrolle über alles zu haben. Aber ansonsten geht da alles weiter wie vorher. Ich glaube, die arbeiten sogar auch noch ganz normal in den Büros. Es ist den Mitarbeitern freigestellt, ob sie da hinkommen wollen oder nicht. Aber als ich jetzt das letzte Mal mit ihnen gesprochen habe, da waren, glaube ich, ein Drittel der Mitarbeiter auch in den Büros. Also da ist noch ein Hauch von Normalität. Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, jetzt hat es in der Krise noch zwei weitere Plattformen erwischt, nämlich Gupia und Monetera. Gibt es denn noch weitere Plattformen, die besonders gefährdet sind? Und was waren denn die Gründe bei Gupia und Monetera, dass es da in die Grütze gegangen ist? Also bei Monetera, da war ich selbst nicht investiert. Das war auch eine Crowdfunding-Plattform wie Kützal und Investio. Da hieß es einfach nur, die können nicht mehr, weil Covid-19 und es war also ein Tod durch Corona, könnte man sagen. Die haben halt einfach ihre Operation von einem Tag auf den anderen beendet. Und bei Groupier war es wieder anders. Da ist es wohl eine ziemlich verzwickte Lage und es ist wohl teilweise ein Scam. Ich habe sie letztes Jahr im Frühjahr besucht und das Team, was ich damals gesehen habe, das ist über das ganze Jahr dann irgendwann verschwunden. Und im Oktober wurden, oder um Oktober rum, wurden drei Fake-Kreditgeber auf die Plattform geholt, die, naja, wohl einfach nur da waren, um halt Gelder einzusammeln. Und dann kam jetzt auch noch vor kurzem raus, dass es halt diese Immobilienprojekte, die sie da mit Buyback-Garantie angeboten haben, dass die wohl irgendwie nie fertig geworden sind und dass die CEO wohl gar nicht die CEO ist, sondern in Wirklichkeit der Bruder. Und ja, das ist denen jetzt alles um die Ohren geflogen. Und letztendlich haben die jetzt auch letzte Woche gesagt, wir können nicht mehr. Und der Grund natürlich auch logischerweise Corona, weil die Kreditgeber jetzt angeblich Probleme haben. Aber letztendlich ist da wohl irgendwas ganz, ganz schief gelaufen in der zweiten Jahreshälfte 2019. Und das war echt eine Plattform, die richtig gehypt wurde. Die hatten, glaube ich, 27.000 Investoren. Und 75 Millionen Euro wurden da investiert. Das ist schon eine große Sache. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Lichtblick, dass gerade durch die Corona-Krise jetzt solche Plattformen auffallen und halt einfach vom Markt verschwinden. Und ich könnte mir vorstellen, da kommen auch noch so zwei, drei weitere. Ein heißer Kandidat ist ja wie immer Fast Invest, das ist der Kreditgeber aus Großbritannien, wo man nicht weiß, wer die Kreditgeber im Hintergrund sind oder zumindest ist von den meisten unbekannt. Und ansonsten muss man halt ein Auge behalten auf die sehr kleinen Plattformen, die vielleicht gerade vor kurzem gestartet haben, die vielleicht nicht die Kapitaldecke haben, um das jetzt zu überstehen, dass die halt einfach frühzeitig die Segel streichen und halt auch einfach Corona vorschieben und sagen, ja, geht nicht mehr.
Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, wie soll ich denn als normaler Anleger mit nicht so viel Erfahrung Vertrauen wiederfinden in P2P-Kredite nach diesen Geschichten, die jetzt vorgefallen sind? Ja, also das Einfachste, was man eigentlich machen kann, ist tatsächlich auf etablierte Plattformen zu setzen, die auch schon vorher sehr gut funktioniert haben. Und was ich auch von Anfang an immer gemacht habe, und deswegen bin ich jetzt bei Groupier auch nicht so stark betroffen, also ich habe halt Anleger gesehen, die haben da Zehntausende von Euro rein investiert. Ich bin im ersten Jahr, wenn ich eine Peer-to-Peer-Plattform in mein Portfolio hole, immer mit sehr, sehr wenig Geld investiert. Auch das zweite Jahr und schaue mir die eine sehr, sehr lange Zeit an, um halt Vertrauen einfach zu bekommen. Das heißt, man kriegt einmal das Vertrauen durch den Track Record von der Firma selbst, aber auch durch sein Investment und sollte das halt einfach zu Anfang klein halten. Aber dann hat man halt die Möglichkeit, dass man halt alle News mitbekommt, man kriegt ein bisschen das Feeling für die Plattform und das kann man dann in den Jahren immer noch ausbauen. So habe ich es bei Via Invest zum Beispiel auch gemacht. Also da war ich zu Anfang auch nicht stark investiert, aber die haben sich echt gemacht. Die hast du ja auch im Portfolio und dadurch holt man sich halt auch das Vertrauen. Und was natürlich jetzt auch passiert, durch diese ganzen Scams wird die Regulierung natürlich vorangetrieben. Das bedeutet, dass zum Beispiel Mintos hat sich jetzt für die IBF beworben. Das ist eine internationale Broker-Lizenz, die von der lettischen Finanzaufsichtsbehörde ausgegeben wird. Und genauso drei andere Plattformen. Das heißt, dieses ganze Thema geht jetzt schneller voran. Und natürlich holt man sich jetzt auch von deren Seite entsprechend ja, die Möglichkeiten, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Also ich glaube, am Ende ist das tatsächlich, was hier gerade passiert, auch wenn das sicherlich für einige Anleger gerade doof ist, aber am Ende ist es für uns alle ein Vorteil. Und das gehört einfach dazu, weil ansonsten, ja, werden weiter Peer-to-Peer-Plattformen aus dem Boden geschossen. Und wie du schon sagst, du kannst keinen Scam von einem Nicht-Scam unterscheiden, wenn du halt nicht irgendwie auf dem Markt tätig bist. Das geht nicht. Ja, es fällt ja auch einfacher, wenn du Kontakt zu den Plattformen hast, aber das Beispiel Groupier zeigt ja, das ist jetzt auch kein Allheilmittel. Nee, tatsächlich, im Groupier war jemand, die stand wirklich in der Öffentlichkeit, die waren auf Messen, die waren super transparent oder zumindest wollten sie das werden und haben auch immer alles beantwortet. Aber wie gesagt, irgendwas ist im Verlauf da schiefgegangen und keine Ahnung. Also die hatten ja auch, ich glaube, zu besten Zeiten irgendwas um die 30, 40 Mitarbeiter. Und ich weiß jetzt nicht, also ob die alle nichts davon mitbekommen haben, aber scheinbar ist auch das kein Garant dafür, dass die Firma halt kein Scam ist, wenn du halt eine hohe Mitarbeiterzahl hast. Aber die Plattformen haben jetzt natürlich während des Crashs auch damit zu kämpfen, dass es keine neuen Anleger gibt, vor allem auch jetzt für die kommenden Wochen und Monate, weil die Unsicherheit halt da ist. Meinst du, die können das monatelang aushalten, dass da keine neuen Investments kommen und keine Projekte dann finanziert werden? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt wieder auf die Plattform sehr individuell an. Ich weiß nicht, ob du das Webinar gesehen hast von dem Mintos CEO, der hat das ja relativ transparent dargestellt. Also der hat in einem Webinar alle Fragen beantwortet von den Investoren. Ich glaube, das ging eine Stunde 15. Das macht er auch nochmal. Das macht auch der Bondora CEO jetzt diese Woche. Und da hieß es halt, die könnten halt ohne irgendwelche Einkommen 15 bis 18 Monate überleben. Und die haben jetzt aber auch Mittel und Wege gefunden, das Einkommen halt zu erhöhen. Beispielsweise gibt es jetzt wieder Gebühren auf dem Zweitmarkt. Also muss das immer sehr individuell sehen. Ich glaube, einige können das sehr, sehr gut. Und vor allem einige, die sehr kleine Teams haben. Also Mintos musste ja auch Mitarbeiter entlassen, aber es gibt ja auch durchaus ganz kleine Teams, die vielleicht nicht so die operativen Kosten haben wie Mintos. Ich glaube, das ist, wie gesagt, sehr individuell, aber ich glaube, viele können das auf jeden Fall überstehen, ja. Lass uns mal nochmal ein bisschen bei Mintos bleiben, denn bei Mintos gibt es ja auch Probleme. Da bricht nämlich ein Darlehensanbahner nach dem anderen weg und dadurch werden natürlich die Fragezeichen bei den Anlegern auch wieder größer. Jetzt hat es VARX erwischt, bei denen du sogar schon zu Gast warst. Was kann man denn als Anleger dagegen machen, außer breit zu streuen, dass das Risiko eines Ausfalls minimiert wird? Ja, also bei VARX muss man vielleicht noch dazu sagen, dass die jetzt nicht pleite gegangen sind, sondern ganz im Gegenteil. Bei denen sah es, glaube ich, ganz gut aus und die waren selber überrascht. Denen wurde nämlich einfach von übergeordneter Stelle die Lizenz entzogen. Und mein letzter Stand ist, dass die Investoren wohl auch ihre Gelder alle zurückbekommen und das dauert jetzt seine Zeit, weil das Unternehmen halt liquidiert wird. Also generell gibt es halt zwei Wege. Also man kann sich auf die Ratings verlassen und man kann schauen, selbst recherchieren, welcher Kreditgeber jetzt vertrauenswürdig ist und welcher nicht. Aber damit sind wohl 99% der Anleger einfach überfordert. Und ich persönlich mache das auch nicht. Ich investiere eigentlich von Anfang an immer in komplett alle Ratings, auch die ganz schlechten. Und ich bin damit wirklich immer gut gefahren bis jetzt. Ich habe immer den Fokus auf einen stabilen Cashflow gelegt.
Und deswegen ist mir egal, ob jetzt ein, zwei wegfallen, solange der Cashflow und das, was hinten rauskommt, immer konstant bleibt. Und das war immer der Fall, ist es mir eigentlich egal. Und deswegen ist mein Weg immer tatsächlich in alle zu investieren. Und so ist der Anteil des Ausfalls dann halt am Ende auch geringer. Weil wir haben es jetzt gestern gesehen. Gestern ist ein Kreditgeber ausgefallen. Wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen. Der hatte ein Rating von B- auf Mintos, was schon ziemlich gut ist. Damit hat auch keiner gerechnet. Also wenn du halt auf wenige setzt und dann halt so einen drin hast, dann war es das halt am Ende auch und du bist viel stärker betroffen. Aber das war ja in den vergangenen Monaten auch so, dass da einige dann schon nicht mehr auf der Plattform verfügbar waren. Und das schürt ja auch die Unsicherheit bei den Leuten. Das sieht man immer in deiner Facebook-Gruppe, dass da dann wieder gleich hilflose Fragen kommen zum Thema, was passiert jetzt mit meinem Geld und bekomme ich das wieder? Und das wiederholt sich irgendwie gefühlt jede Woche. Kann man da irgendwie Sicherheit bekommen oder einfach Augen zu und durch? Ich glaube, Mintos muss den Anlegern einfach klar machen, dass das zum ganz normalen Tagesgeschäft dazugehört. Das haben sie jetzt auch teilweise gemacht. Es gibt einen Report, den sie jetzt, glaube ich, monatlich aktualisieren, wo genau steht, wer jetzt ausgefallen ist, wie viele Gelder ausstehen und was halt die Pläne sind. Und das ist ganz gut. Und ich glaube, das ist einfach der Weg zu verstehen, dass es einfach zum Tagesgeschäft dazugehört, dass halt Kreditgeber ausfallen. Und gerade in solchen Zeiten. Ich meine, die Regierungen sagen ja aktuell in vielen Ländern, ihr müsst die Kredite jetzt die nächsten 3 Monate nicht zurückzahlen. Das trifft natürlich einige Firmen extrem stark, die dann einfach nicht mehr weiter können. Und das heißt ja natürlich auch für Mintos, dass sie einen Kreditgeber an der Stelle verlieren. Das ist einfach Teil des normalen Lebens. Und da muss man halt, muss das verstehen, das einfach mitmachen. Aber sich darüber zu beschweren, bringt jetzt auch nichts. Aber meinst du nicht, dass sie einfach viel zu schnell gewachsen sind und dass das jetzt Wachstumsschmerzen sind? Ich glaube eigentlich nicht. Also das war ja der Weg. Also die haben ja Corona sicherlich nicht kommen sehen. Deswegen haben sie jetzt auch die Notbremse gezogen. Aber ich glaube, der Weg war schon 100, 140, 150 Kreditgeber an Bord zu haben, was jetzt erstmal gebremst ist. Also sind jetzt wieder zurück auf dem Niveau von letztem Jahr. Aber sobald das Thema durch ist, wird das wieder von vorne losgehen. Wo siehst du denn P2P-Kredite im Jahr 2021? Im Abseits oder weit auf dem Vormarsch? Das ist echt eine gute Frage. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wenn wir jetzt noch mehr Scam-Fälle bekommen, dann könnte natürlich das Vertrauen komplett hinüber sein. Auf der anderen Seite, wenn die P2P-Plattformen, die Großen jetzt diese Krise überstehen und jetzt die Regulierung vorangetrieben wird und die Renditen über die ganze Zeit stabil sind, so wie sie es jetzt aktuell sind, dann wird es wahrscheinlich wieder einen neuen Run auf die Plattform geben und alles wird wieder gehypt und alles ist noch stärker als vorher. Und das ist eigentlich das, woran ich eigentlich glaube momentan. Jetzt mal abgesehen von dem Ausfall von Rupiah und von hier und da mal ein Kreditgeber, sieht es eigentlich tatsächlich relativ stabil aus. Und ich bin sehr froh, dass ich die im Portfolio habe und auch nicht ausgezahlt habe. Und das werde ich auch weiterhin machen. Ja, ausgezahlt habe ich mir selber auch nichts und das werde ich auch weiter so belassen. Bei Mintos habe ich aber meinen Autoinvest erstmal on hold gesetzt und warte jetzt einfach ein bisschen ab. Aber das war das Einzige, was ich tatsächlich dann auch gemacht habe. Da kann ich dir nur als Tipp mitgeben, aktiviere einen neuen Autoinvest und lass den auf dem zweiten Markt investieren mit 40% Rabatt und dann wirst du sehr schöne Ergebnisse erzielen aktuell. Sehr guter Tipp. Wie hast du denn persönlich so die letzten Wochen des Coronavirus erlebt? Ja, ich bin ja erst vor kurzem wiedergekommen, also ich war ja auf meiner Reise noch, auf meiner Weltreise mit meiner Freundin und wir waren da in Japan und haben das quasi miterlebt, was hier in Europa passierte. Und sehr interessant war von da zu sehen, wie Japan reagiert hat, wie Europa reagiert hat. Also in Japan hat man nur ein paar hundert Fälle und ich glaube, 90% der Fälle waren auf dem Kreuzfahrtschiff, was in Yokohama lag. Aber zu dem Zeitpunkt war in Tokio, wo wir da waren, schon wirklich alles zu. Also Restaurants war zwar noch auf, aber alle Museen und Disneyland hatte zu. Und da sah man von da aus, dass in Deutschland schon die Fälle viel, viel höher waren als in Japan. Und überhaupt in Europa ging es nach oben, aber es wurde trotzdem noch Karneval gefeiert, die Fußballspiele fanden noch statt. Und da war Disneyland schon 3 Wochen zu in Japan. Und ich glaube, ich weiß nicht, vor 3 Wochen oder so wurde ja erst Disneyland in Frankreich geschlossen, wo halt noch tagtäglich Zehntausende von Menschen durchgegangen sind. Also es ist halt aus deren Sicht wahrscheinlich auch völlig unverständlich gewesen. Und ansonsten sind die natürlich gesundheitsmäßig auch ein bisschen anders drauf als wir. Also jeder läuft da mit Maske rum, man wird eher schief angeguckt, wenn man keine Maske auf hat. Das, gerade in U-Bahn oder so setzen sich die Leute halt von einem weg, wenn man keine Maske trägt. Das ist schon ein anderes Kaliber. Und man kann sich überall die Hände desinfizieren. Also es war sehr schön, diese beiden Unterschiede zu sehen. Und man kommt hier in Deutschland an, am Flughafen und da warten dann, weiß ich nicht, 300 Leute eng gedrängt, auf ihr Gepäck, an den Gepäckbändern. Das ist schon interessant.
Wie war so das Sabbatical, diese Weltreise, die ihr gemacht habt, allgemein? Die musstet ihr jetzt komplett erstmal abbrechen. Ja, sie war sowieso größtenteils am Ende, für mich zumindest. Ich wollte über Tallinn dann zurück nach Hause kommen. An sich war es sehr, sehr cool. Also ich würde es wahrscheinlich nicht ein ganzes Jahr machen, also ein ganzes Jahr reisen und Internet und unterwegs arbeiten bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Da bin ich schon ganz gerne zu Hause, aber so 3 Monate Reisen sind schon ganz nett, aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Learning, was ich daraus mitgenommen habe. Gerade so in Ländern, wo das Internet jetzt nicht so gut ist und wo man immer zu kämpfen hat mit Handyverbindung oder so, das brauche ich echt nicht den ganzen Tag. Und was hat dir am besten gefallen? Welches Land? Tatsächlich jetzt Japan zum Schluss. Also Japan war echt sehr, sehr beeindruckend. Sehr anders, aber die Menschen haben mir sehr gut gefallen. Die sind extrem diszipliniert, ordentlich, freundlich, distanziert. Und auch wie die halt mit ihren Problemen da umgehen. Beispielsweise haben die ja offensichtlich ein großes Platzproblem in einigen Städten. Aber die stapeln dann einfach ihre Autos oder haben halt kleine Autos oder flache Autos. Das ist halt echt super. Und wenn man das jetzt vergleicht, Tokio zum Beispiel mit Jakarta, in Jakarta herrscht das heillose Chaos. Wenn du die Stadt willst, dann stehst du halt einfach mal, das ist normal, dass du eine Stunde im Stau stehst. Und in Tokio sind teilweise, naja, die Straßen trotz Rush-Hour gefühlt leer. Das ist, weil sie halt einfach so ein gutes öffentliches Verkehrsnetz haben. Und wie bist du jetzt selber mit dem Crash in deinem Depot umgegangen? Hast du da was umgeschichtet? Hast du nachgekauft? Wie bist du da vorgegangen? Also ich habe eigentlich komplett so weitergemacht wie vorher. Ich habe gar nichts umgeschichtet. Was ich halt gemacht habe, ich habe halt meine bestehenden Cashflows aus allem, was ich habe, natürlich auf den Aktienmarkt und auf den Kryptomarkt geleitet, weil die beide extrem abgestürzt sind. Und ja, habe mir das angeschaut, wie das lief. Und ich gehe auch mal davon aus, dass es vielleicht nochmal runtergehen wird. Bin mal sehr gespannt. Aber an sich habe ich ansonsten nichts gemacht. Also ich habe ja eben schon gesagt, bei den P2P-Krediten bin ich sehr, sehr froh, dass ich die nicht angetastet habe. Weil ich habe halt immer gesagt, dass es als eine Art Stabilisator im Portfolio auch gilt. Und das sieht man halt jetzt sehr schön. Wenn alles runtergeht, die Kredite bleiben halt stabil, auch wenn es mal Ausfälle gibt, das gehört dazu. Aber ansonsten sind die Renditen, der Cashflow halt stabil. Und das ist halt echt ein Riesen-Benefit davon, muss man sagen. Wie gehst du damit um, wenn jetzt Dividenden gestrichen werden? Ist das für dich ein Merkmal oder ist es völlig egal, weil du weiter investierst? Nee, tatsächlich investiere ich ja Cashflow-orientiert und tatsächlich, wenn Dividenden wegfallen, dann versuche ich tatsächlich, die Position auch loszuwerden. Ich habe es jetzt bei Eventim gemacht. Eventim ist eine meiner ältesten Aktien gewesen, meine ältesten Positionen. Aber da die ja jetzt quasi bis, keine Ahnung, wann keine Events mehr verkaufen werden und die haben zwar eine riesen Kapitaldecke, aber dem Raten traue ich nicht. Deswegen habe ich die jetzt rausgeworfen, auch wenn die noch nicht gekürzt haben. Aber ansonsten bin ich tatsächlich von Dividendenkürzungen noch gar nicht betroffen. Also schauen wir mal. Aber wenn das so wäre, dann würde ich die auf jeden Fall schnellstmöglich rauswerfen. Ja. Hast du denn hauptsächlich amerikanische Werte oder auch jetzt neben Eventim auch ein paar deutsche? Nee, ich habe tatsächlich auch einige Deutsche drin, aber natürlich auch die amerikanischen Werte. Und da geht es ja jetzt dann auch nochmal los mit der Quartalssaison. Da sind wir mal gespannt, was da so kommt. Aber ansonsten, ja, bin ich halt, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich halt größtenteils auch in Aktien investiert bin, die vielleicht nicht so von der Krise betroffen sind. Möglicherweise. Aber ja, schauen wir mal. Aber natürlich habe ich auch solche Werte wie Shell oder Exxon im Portfolio, die extrem jetzt runtergegangen sind. Da wollen wir mal gucken, wie die Krise überstehen. Kryptowährung hast du ja eben auch schon angesprochen. Wie bist du da noch investiert? Da bist du einfach noch weiter reingegangen. Genau, richtig. Also mein Anteil im Portfolio liegt ja, je nach Kurs zwischen 2 und 4%. Und da habe ich eigentlich hauptsächlich Bitcoin nachgekauft, weil die halt extrem runtergegangen sind und weil das halt ja eine der wenigen Kryptowährungen sind, die man einfach gut kaufen kann. Und ansonsten habe ich bei den Kryptowährungen auch immer mehr auf das passive Einkommen konzentriert. Man kann die Dinger ja auch anlegen, so wie beim Peer-to-Peer-Lending auch. Das heißt, man kann auch da Zinsen generieren zwischen 8 und 20%, je nach Coin. Und das ist auch eine ganz nette Sache. Aber da habe ich auch einfach nachgekauft, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob man den Bitcoin jetzt für 9.000 Euro kauft oder für 5.000, wo er jetzt mal kurzzeitig stand. Und das macht dann innerhalb von ein paar Tagen schon enorm was aus dem Portfolio. Ja, macht aber auch was mit deinen Nerven, ne? Ja, das stimmt, aber da gucke ich gar nicht rein. Also das Thema braucht man eigentlich bei Kryptowährungen gar nicht angehen. Wie hat sich denn dein Business so in den letzten Wochen entwickelt, gerade mit den Büchern? Verkaufst du jetzt so viele Bücher wie zuvor oder ist dann Wechsel vonstatten gegangen? Ja, bei den Büchern ist das so, dass man schon merkt, dass die Taschenbücher überraschenderweise zurückgehen.
Das liegt auch ein bisschen an Amazon, weil die Lieferzeiten jetzt länger sind. Also normalerweise ist man das gewohnt, wenn man Prime-Kunde ist, dass die Bücher am nächsten Tag da sind. Momentan haben selbst Prime-Kunden halt 4 bis 5 Tage Lieferzeit und das wird auch immer schön angezeigt bei Amazon und das hält die Leute tatsächlich vom Kauf ab. Auf der anderen Seite sind aber solche Produkte wie Audiobooks extrem hochgegangen oder bestimmte Themen, wie zum Beispiel Rezeptbücher oder irgendwelche Bücher über Gartenbau und sowas, die sind hochgegangen. Und das ist schon interessant. Also es gleicht sich eigentlich komplett aus. Im Endeffekt ist das plus minus null. Ja, aber so das Thema Gartenarbeit, das ist natürlich jetzt ein riesengroßer Faktor, wenn man zu Hause sitzt und einen Garten hat, ne? Ja, das stimmt. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, weil sonst, ansonsten gibt es demnächst ganz viele Bücher auf dem Markt über bestimmte Themen im Garten. Okay, letzte Frage. Die P2P-Konferenz sollte ja eigentlich im Juni noch in Riga stattfinden. Die ist ja auch verschoben worden. Kannst du vielleicht noch ein bisschen dazu erzählen und meinst du, sie findet dann auch tatsächlich in der Form statt? Ja, wir haben sie tatsächlich verschoben auf Q3 erstmal, ohne ein Datum zu nennen. Wir überlegen jetzt allerdings, ob wir sie tatsächlich wieder bei dem Datum machen, weil die Tickets sind eh alle noch gültig, aber ob wir sie halt komplett überführen in eine Art Online-Format. Weil momentan ist die Situation halt unsicher, so unsicher, dass wir nicht sagen können, dass es jetzt im Juni stattfindet oder nicht stattfindet. Oder vielleicht haben wir im Q3 auch noch die Situation, dass es nicht stattfinden kann. Und wir wollen da die Investoren jetzt nicht verärgern, weil die kommen ja auch teilweise von wo weiß woher und müssen Flüge buchen. Deswegen ist halt aktuell die Idee, ob wir den ganzen Kram nicht online machen. Warum nicht? Und damit wäre dann auf jeden Fall jedem geholfen, weil ich glaube, gerade aktuell ist es halt wichtig, über die Themen zu sprechen. Und in Q3 ist vielleicht schon alles vorbei. Wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Lars, vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir Gerne. weiterhin alles Gute. Ja, danke, dir auch.